der Künstlerin, die mich am meisten Muschmusch macht. Also neben mir, weil ich eine total aufgedunsene, hässliche, selbstbewusste und selbstrechtliche Einheimische. Ein Applaus für die Alliteration selbst. So. Ich mag natürlich Emily. Emily, ich bin ja Emily voll, ja? Ich bin Emily, Dr. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie heute da ist. Ich bin normalerweise in der HA vorne im Schaufenster und zwingt sirenenhaft Gäste herein. So, hallo, hier ist Spaß. Das ist ja gar kein Spaß, weil das ist ja Emily Collier auf der Bühne oder so. Meine Damen und Herren, die nächste Künstlerin, ich übernehme wieder Romys Rolle, bitte. Das ist jetzt, Gehen Sie auf die Bühne. Jetzt kommt Fechter. Ja! Fechter! Wie heißt er Hallo. Fechter ist immer noch dabei, seit 8 Jahren hier im Grundschulabschluss. Also ich liebe Sie fast. Aber nur fast. Geh weg. Ich gehe kurz nach hinten, komme gleich wieder. Wie schon wieder? Jetzt für Sie, meine Damen und Herren, der Tod der Transi. Super Sorglos, Fechter Fablo! Es singt für Sie das Niveau. Fechter Fablo! Applaus für Fechter Fablo, Sie Bumsgarten, Mensch! Ich bin ja jetzt in einem Alter, wo es jederzeit das letzte Mal sein könnte. Deswegen habe ich immer weiße, frische Taschentücher bei mir. Und wenn eine Periode kommt, nehme ich ganz frisches Blut. Weil es wäre so schade, wenn ich das letzte Mal verpassen würde. Und wenn ich dieses frische Blut auf diesem weißen Tuch habe, dann nehme ich es an mit Datum und Ort. Was für ein Rot. Boah. Oh nein. Gute Idee. Nein. Gott. Ja. Es war wunderschön. Es war wirklich wunderschön. Danke für diesen Blutfleck auf meinem Schenkel. Ich liebe dich dafür und dafür bekommst du diesen Pokal heute. Nee, ich mach nicht sauber. So. Boah, es ist widerlich. Ja, das stimmt auch. Also, ich kenne ja die Periode. Sushi. Sushi, wer hat Sushi gesagt? In den Haaren. Ah, ja. Warte. Ah, da. Oh mein Gott, das ist ja ein Mann. Welche Überraschung. Wer war das für Olle? Meine Damen und Herren, ich denke nach Fisch und nach Ketchup. Dabei bin ich gar kein Mensch. Aber ich sehe so aus. Das stimmt. Irgendwann mal. So, was kommt denn jetzt eigentlich, mein Johnny? Ah! Da muss ich sogar mitmachen, glaube ich. Auch eine Gitarre. Hast du gehört?